Herr, was tust du mit uns zu dieser Stunde? 29. Juni 2016. Worte von Jesus an Schwester Claire. Unser Warten ist nicht vergeblich, liebe Herzbewohner. Da gibt es ein unerwartetes Gnadengeschenk, welches an uns verteilt wird zu dieser Stunde. Gnaden, welche unsere Ewigkeit und die Ewigkeit von anderen beeinflussen werden. Seid also ermutigt. Heute, als ich in die Anbetung kam, fühlte ich das starke Bedürfnis, mit dem Herrn zu sein als seine Braut. Ich sah und fühlte mich bald in seinen Armen. Wir bewegten uns zur Musik, welche ich ihm in meinem Herzen sang. Ich wusste, dass er auch einige für mich sang und all meine Ängste und falschen Schuldgefühle schmolzen einfach dahin. Ich sagte: Danke, Herr, für diese extra Stärkung und den wunderbaren Tanz. Jesus antwortete: Ich hoffte, dass du es magst. Ich singe dir aus meinem Herzen. Ich wähle diese Lieder, weil sie mir wirklich etwas bedeuten. Sie vermitteln, wie ich wirklich fühle für dich. Herr, dies fühlt sich an wie die Liebe eines Welpen. Das ist richtig. Unschuldige und reine Welpenliebe. Ist das nicht wunderbar? Nur einen flüchtigen Blick auf dein Gesicht zu erhaschen, fühlt sich wunderbar an. Auf deinem Herzen zu ruhen, ist wunderbar. Zu wissen, wie sehr du dich sorgst, fühlt sich wunderbar an. Niemals zuvor wurde ich so geliebt und nur Ezekiel kommt dem nahe. Aber er ist nur eine Schöpfung und deine Liebe ist die Liebe des Schöpfers. Ja, und ich erschuf ihn für dich. Ich wünschte, dass alle die Liebe ihrer Träume finden könnten, aber die meisten wissen nicht, wie man darauf wartet. Warten ist nicht einfach. Warten beinhaltet eine feste Hoffnung. Und Hoffnung steht in direktem Verhältnis zum Glauben, dass das, worauf du hoffst, zu einer Eventualität wird. Das ist der Bereich, in welchem ihr alle agiert und funktioniert. Und je stärker euer Vertrauen, umso produktiver und friedlicher werdet ihr sein. Das ist, warum Satan so sehr versucht, euer Vertrauen zu untergraben. So viel hängt davon ab. Wenn eine Seele ungeduldig wird, wählt sie viele falsche Abbiegungen, und ich muss ihnen vorausgehen, um sie zurück auf die richtige Schiene zu bringen. Während euer Vertrauen zunimmt, so nimmt auch eure Hoffnung zu, bis ihr so voll seid, dass es von euch auf andere übergeht. Ihr strahlt vor Hoffnung, weil ihr wisst, in wen ihr euer Vertrauen gesetzt habt. Dies ist der Moment, wo ihr andere in tiefster Weise berühren könnt. Während meine Braut wartet im Vertrauen, hofft sie und nimmt zu an Herrlichkeit, was hinausfließen wird auf andere. Ohne Warten gibt es keine Hoffnung und ohne Vertrauen ist das Warten fruchtlos. Was ich sage ist, dass ihr alle im Glauben, in der Hoffnung und im Vertrauen zunehmt. Jeden Tag werdet ihr stärker und stärker. Dies beeinflusst viele Bereiche in eurem Leben, mehr als ihr realisiert. Es ist wie Gewichte heben. Geistige Muskeln aufbauend hat auch seine Auswirkung auf Geschwindigkeit, Beweglichkeit, Ausdauer und Stärke.
Das Warten beeinflusst auf ähnliche Weise euer ganzes Leben und die Art, wie ihr Dinge tut. Ihr übt euch in Selbstkontrolle, basierend auf eurem Vertrauen in mich. Ihr wartet auf mich. Oh, das tut es so sehr, Claire. Es kann nicht kalkuliert werden. Diese kostbare Gruppe von Seelen, die sich um dich geschart hat, um von mir zu hören, sind glänzende Lichter in der Welt. Ihr Glanz ist nicht auffällig oder von dieser Welt. Vielmehr erscheinen sie langweilig und trostlos und ohne Bedeutung. Und das ist der sicherstmögliche Ort, wo ihr sein könnt. Habe ich nicht gesagt, ich habe die Dummen dieser Welt gewählt, um die Weisen zu verwirren? Herr, ich habe gerade jenes Rema erhalten. Ja, wirklich, es ist gut für euch, daran erinnert zu werden. Einen Frontzahn zu vermissen, ist eine gute Übung in Demut. Oh je! Nichtsdestotrotz weiß ich, wie glücklich du sein wirst, das alberne Lächeln loszuwerden. Sehr glücklich, Herr. Danke dir. Ruhiges Warten entspannt auch eure Zeit. Ihr seid nicht erfüllt von Angst und Sorge, immer versuchend, Dinge herauszufinden. Vielmehr vertraut ihr, dass ich die Kontrolle habe und ihr werdet wissen, was ihr wissen müsst, zu der Zeit, wo ihr es wissen müsst. Realisiert ihr, wie viel Ruhm mir das bringt? Wenn ihr zu anderen sagt, ich habe die Antwort nicht, aber Jesus hat sie, und wenn er bereit ist, wird er es mir sagen. Was für ein heiliges Beispiel, danach zu leben. Wenn euer Leben gut verläuft und ihr Jesus vertrauen könnt, dann sagt ihr als Vorbild, ihr könnt Jesus auch vertrauen. Dies ist die Art, meine Bräute, wie ihr von mir zeugt. Weil ich für euch so real bin, allmächtig, stark und würdig, dass ihr mir euer Leben anvertraut. Durch jenes Beispiel erklärt ihr, dass ich Herr bin. Leute, beobachtet eure Taten. Sie sind weit mehr interessiert an dem, was ihr tut und wie ihr es tut, als an dem, was ihr sagt. Ihr seid das Licht der Welt und eure eigentliche Anwesenheit in einem Raum verändert die Atmosphäre. Eure friedvolle und gelassene Art strahlt aus, genauso wie ein wütendes Verhalten verändert, wie Menschen sich fühlen. Wenn ihr euer Leben lebt und in mir ruht, erklärt ihr dadurch, dass ich lebendig bin und in euch lebe. Wenn ihr aufgewühlt, ängstlich und ungeduldig seid, zeigt ihr eure Unsicherheit und euer Misstrauen gegenüber mir. Kurz zusammengefasst, durch euer mit Vertrauen erfülltes Beobachten veranlasst ihr andere, ihren Blick auf mich zu richten, mir zu vertrauen und meiner Führung zu folgen. Schaut, das ist der Teil, welchen ich im Augenblick in euch ausführe. Eure Sicherheit in mir zu ruhen entfernt von euch die Machenschaften der Welt und all die Fehler, die daraus hervorgehen. Ich sagte, Herr, du hast mich so süß mit dir selbst angefüllt. Ich schwebe. Jesus, du bist so gut zu mir. Er antwortete, wie könnte ich irgendetwas anderes sein als das? Ich liebe dich so sehr, Claire. Du magst nicht so viel haben wie andere Seelen, die so reich sind an Tugend, Talent und Intellekt. Aber was du hast, hast du mir geschenkt. Und jetzt hast du meine Reichtümer, meine Talente
und Intellekt. Was mehr könntest du noch wollen? Natürlich will ich immer mehr, also sagte ich, deine wartenden Arme, die mich direkt in dein Innerstes transportieren, der Ort meiner Freude her. Heute in der Anbetung sah ich, als wir tanzten, dass ich mein Hochzeitskleid trug und er einen schwarzen Smoking, geschmackvoll gekappt mit schwarzem Satin am Revers. Auch bevor wir tanzten, konnte ich seine Gedanken hören, die meine fluteten, welche noch im Aufwachprozess waren. Der Herr unterbrach. Und jene Gedanken sind wahrscheinlich die wichtigsten Mitteilungen, die ich zu dieser Stunde habe für meine Leute. Meine Lieben, ihr seid die erwählte Generation. Ihr wurdet auf die Erde gesandt für eine solche Zeit. Eure Aufgabe ist, jene zuzubereiten, welche überleben und in die Trübsalzeit eintreten. Euer Vermächtnis ist Heiligkeit, ohne Gesetzlichkeit. Ihr holt durch euer Beispiel Seelen zurück aus der Grube der Enttäuschung und ihr zieht sie in eine echte Beziehung mit mir hinein, frei von den bedrückenden Fängen der Religion. Unterdrückung beginnt, wo die Salbung verschwindet. Alles, was ohne meinen Heiligen Geist getan wird, ist von den Menschen und dem Fleisch. Regeln und Strukturen sind nur nützlich, wenn sie nicht meinen Geist unterdrücken, sondern ihn unterstützen in seinem Wirken innerhalb einer Gruppe von Gläubigen. Die Welt ist voll von Religionsopfern und viele von ihnen waren höchst gesalbt und wurden unterdrückt. Sie wurden enttäuscht und isoliert, und es mangelt ihnen am süßen Austausch in der Gemeinschaft. Getäuscht von Geistern falscher Schuldgefühle werden sie hin und her geworfen, und sie beschuldigen sich selbst und die Kirchen, während der Feind sie quält. Ihr wurdet erwählt, sie den reinen Pfad der Liebe entlang zu führen, der immer noch mit den Schriften übereinstimmt. Ihr wurdet berufen, die Kämpfer der Endzeit aus ihren Gruben der Verzweiflung und der Isolation herauszuziehen und ihnen diese guten Neuigkeiten zu überbringen. Jesus ist keine Religion. Ihm geht es nur um eine Beziehung, um eine innige Beziehung. Ihr bereitet jene zu, welche die Trübsalzeit durchstehen müssen. Dies ist euer Beitrag. Ich weiß, dass ihr euch auf die Entrückung fokussiert habt und ihr sollt niemals euer Verhalten diesbezüglich verlieren. Aber ihr habt noch etwas mehr zu tun für mich, während ihr wartet. Einen Beitrag, der zurückbleibt. Ihr wurdet für diese Stunde ausgewählt, um Seelen aus ihren Gruben der Enttäuschung zu retten, damit sie zu einer Armee werden, bereit für die Schlacht. Eine der letzten Schlachten auf der Erde. Einfach indem ihr ihnen diese Wahrheit vermittelt. Und jene Wahrheit ist, dass Jesus keine Religion ist. Ihm geht es um eine Beziehung. Der Herr fuhr weiter. Wenn das einmal wirklich begriffen ist, wird der ganze Rest folgen, weil sie in einer richtigen Beziehung mit mir stehen. Zu dieser Stunde habt ihr eine sehr spezielle Aufgabe. Es ist an euch, sie aufzuwecken und zu ermutigen. Ich habe euch für die andere Seite eurer Berufung erweckt. Ein Vermächtnis der Liebe und Treue gegenüber meinem Geist und den Schriften zurückzulassen.
damit sie, wenn sie euer Leben betrachten, sich erheben mögen mit mir und in den verbleibenden Schlachten mit allen richtigen Hilfsmitteln kämpfen. Gesetzlichkeit ist dann angekettet und verbannt. Treue gegenüber dem Herzen des Gesetzes und sich mit meinem Geist zu bewegen, in völliger Redefreiheit, als ein Leib, nicht eine isolierte Seele hier und dort. In euren mutigen Bemühungen, im Einssein zu bleiben auf diesem Kanal, habt ihr die Tür für andere geöffnet, die Bedeutung der Worte kennenzulernen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ihr habt gezeigt, dass es auf YouTube eine Familie geben kann, in Gerechtigkeit und Nächstenliebe, wo Verleumdung, Spaltung, einander übertreffen und einander zu untergraben als böse enthüllt und nicht erlaubt wird. Und als Resultat werden sogar jene, die unzufrieden hierher kommen, durch liebevolle Worte und Gebet ermutigt, näher zu mir zu kommen, ihren Groll niederzulegen und eine andere Art zu umarmen, die voller Friede und guten Früchten ist. Eine Art, wo ich sie in meinen Armen willkommen heiße, ganz egal, wie verdorben ihre Vergangenheit auch sein mag. Ihr habt eine Aufgabe zu erledigen, ihr, die ihr in meinem Herzen verweilt. Ich gab euch mein Alles, ich bitte euch, lasst euer Alles zurück für andere. Ihr seid das Licht der Welt und ihr werdet strahlend leuchten, direkt bevor ich euch zu mir hole. Ihr hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei jenen, die euch sehen, eine Einprägung dessen, wer ich wirklich bin für sie. Und genau wie das Leichentuch, das ich zurückließ, wird der Eindruck von euch, die ihr in meinem Herzen verweilt, eine bleibende Wirkung hinterlassen. Ihr werdet auch feststellen, dass jedes Mal, wenn wir der Entrückung nahe kommen und ihr euch energisch ins Gebet begebt, ein bedeutender Durchbruch geschieht. Diese Durchbrüche sind kein Zufall. Sie öffnen die Türen der Hoffnung für eure unerlösten Lieben. In dieser letzten Rallye, als die Dinge eng wurden, gab es mehrere internationale Durchbrüche, wo sich die schlafenden Augen öffneten gegenüber dem Übel einer satanischen Einweltregierung, welche angekündigt wurde als Fortschritt für die Menschheit. Jetzt wird es jedoch erkannt als das, was es wirklich ist, eine weitere Chance für einen Diktator, nicht nur über Hunderttausende, sondern über Millionen zu herrschen. Ein Weltdiktator, welcher jedes Recht vernichten wird, das ich euch gegeben hatte, mit dem freien Willen. Aufgrund all der Gebete und Opfer fängt jene Maske der Güte an, dünn zu werden und die Hörner werden sichtbar, sogar für jene, welche die Schriften nicht kennen. Ja, es ist wahr, die Offenbarung wird erfüllt werden, aber ich blicke auf die Millionen von Seelen, welche das Licht erben werden, das von euch hinausleuchtet und von anderen, welche das Herz des Gesetzes umarmt haben. Und das wird alle Menschen zu mir ziehen, in brüderlicher Liebe. Versteht also, euer eigentliches Ziel im Moment ist nicht nur, dass ihr die Entrückung schafft. Nein, das ist die Konsequenz daraus, dass ihr für mich lebt. Ihr habt ein heiliges Vertrauen, um den richtigen Eindruck zu hinterlassen. Durch euer Warten in absolutem Vertrauen nehmt ihr zu an Herrlichkeit und Heiligkeit und ihr werdet verwandelt von eurem geringen, irdischen Zustand in einen Zustand, passend für den Himmel, und ihr bewegt euch weit darüber hinaus von dem,
was ihr in der Vergangenheit gewesen seid. Ihr wächst über eure irdische Raupenform hinaus und ihr werdet verwandelt und bekommt Flügel für den Flug. Ihr seid eine erwählte Generation, ein fürbetender Leib, der die Gezeiten der Nationen wendet durch eure fokussierten Gebete. Wenn wir uns jeweils jener letzten Stunde nähern, obwohl die Entrückung abgewendet worden ist, erreicht ihr viele bedeutende Durchbrüche und ihr gewinnt Zeit für jene, die keine Zeit mehr hatten. Ihr seid ein Licht für die Nationen, ein lebendiges Bild für die bedingungslose Liebe, ohne die Einschränkung von kontrollierenden religiösen Geistern. Ihr seid die erwählte Generation, welche das zurücklässt, was sie empfangen hat, während sie in meinem Herz verweilt. Dies wird Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie die Armee der letzten Tage sich aus dem Schmutz der vergangenen Versäumnisse und Enttäuschungen erheben wird. Warten ist nicht einfach, aber es verwandelt euch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, während ihr Glauben, Hoffnung und Vertrauen in mich übt und hell leuchtet in einer Welt ohne Hoffnung. Der ganze Himmel blickt auf diese letzten Tage. Ihr überbringt meine Worte, indem ihr sie den Menschen vorlebt. Also Kopf hoch, Herzbewohner, wir sind für eine ganz spezielle Aufgabe hier. Lasst uns nicht müde werden im Gutes tun, sondern realisieren, dass wir für diese Zeiten bestimmt wurden und das Kreuz der Verzögerungen erarbeitet in uns und in anderen die Herrlichkeit des Herrn. Amen.